Wir können uns nur deshalb an bestimmte Momente oder Filme erinnern, weil sie unter dem Einfluss von Emotionen in unserem Gedächtnis gespeichert wurden. Wenn wir gewinnen oder scheitern, weinen oder feiern, lernen wir schnell, intensiv und viel. Aber wenn wir Angst haben, schränkt unser Gehirn unsere Fähigkeit zu denken ein. Und das aus gutem Grund. Angst ist eine Emotion, die ausgelöst wird, wenn wir mit einer Bedrohung für unser physisches oder psychisches Wohlbefinden konfrontiert werden. Sie bewirkt eine Veränderung der Gehirn- und Organfunktionen und letztlich auch unseres Verhaltens. Zuerst werden wir gestresst oder aggressiv, dann bleiben uns drei letzte Auswege: Erstarren, Kampf oder Flucht. Das ist in der Evolution begründet. In den vergangenen Millionen Jahren haben wir gelernt, dass wir besser erstarren, kämpfen oder flüchten und verstecken, wenn wir auf ein gefährliches Tier treffen. Dieses lebensrettende Verhalten ist immer noch in unseren Genen einprogrammiert. Aber es passiert noch etwas anderes. Wenn es gefährlich wird, übernimmt eine bestimmte Region unseres Gehirns, die Amygdala, die Führung. Ihre Aufgabe ist es, uns zu schützen und unser Leben zu retten. Um schnell zu handeln, unterlässt sie das Denken und lässt uns nur noch diese drei Optionen. Das macht kreative und kritische Denkprozesse unmöglich. Hoher Druck löst eine ähnliche Reaktion aus. In einem Experiment hat der deutsche Neurowissenschaftler Professor Dr. Hüther die Hirnfunktion von jungen Männern gemessen, die ein Autorennspiel spielten. Das Rennen war in vollem Gange und die Männer waren begierig zu gewinnen. Als die Forscher später die Scans des Gehirns betrachteten, sahen sie schockierend wenig Aktivität. Tatsächlich benutzten die jungen Männer ihr Gehirn kaum und erinnern konnten sie sich auch nicht wirklich. Später wiederholten die Forscher das Experiment. Diesmal spielten sie das Spiel nicht selbst, sondern schauten nur aus dem Inneren des Autos zu, während sie neben dem Fahrer saßen. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, zu gewinnen, konzentrierten sie sich auf viele andere Dinge: das Fahrverhalten, die Rennstrecke, andere Autos. Diesmal zeigten die Gehirne viel Aktivität. Es wurde gelernt und Erinnerungen wurden geschaffen. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass wir einen Tunnelblick bekommen können, wenn wir bei einer Mathe-Klausur in Panik geraten oder ein Verkäufer befürchtet, er könnte sein Monatsziel verfehlen. Dann wird unser Blickfeld kleiner, unser Lernen eingeschränkt und wir finden den Weg zum Erfolg nicht mehr. Wenn du das nächste Mal Leistungsstress empfindest oder bei einer Prüfung in Panik gerätst, versuche diese Notlösung. Atme zunächst langsam durch die Nase ein. Zähle dabei bis 5, so bist du langsam genug. Dann atme durch den Mund aus und zähle wieder langsam bis 5. Mache das 1 bis 5 Minuten lang und dein Körper wird sich entspannen. Dann kann dein Gehirn vom Schutzmodus zurück in den Lernmodus schalten. Was ist deine Erfahrung? Denkst du, Druck ist ein gutes Mittel, um zu seinem Ziel zu gelangen oder den Lernerfolg zu maximieren? Oder denkst du, wir sollten unseren Geist von Druck und Zielen befreien? Schreib deine Gedanken in die Kommentare unten. Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com/sprouts. Wenn du dich in bestimmten akademischen Themen gut auskennst und uns helfen willst, komplizierte Ideen in einfacher Sprache zu erklären, kontaktiere uns einfach unter sproutschools.com.